Kies und Kreis und Kies und Kreis und Kies und Kreis im Wald. Flugzeug stürzte ab und Kies und Kreis sind jetzt im Wald. Alle tot und nackte Menschen, Blut verschmiert im Wald. Kies und Kreis und Kies und Kreis, ja, die sind jetzt im Wald. Kies und Kreis, ja, Kies und Kreis, ja, die sind jetzt im Wald. Alexa, spiel ein Lied über den milchigen Mund. Hier ein Lied über milchigen Mund. Er hatte einen Milchmund, weil er die Gausen saugte. Er saugte die Gausen und die Flocken waren in seinem Mund. Ein bisschen stückig und bröcklig, wie guter Feta-Käse. Doch er liebte es und trank es mit Leidenschaft. Direkt von einem Schaf. Ja, wir waren noch unter 30, deswegen... Okay, natürlich, klar. Muss immer ans Geld denken in erster Linie. Da hast du schon recht, da hast du schon recht. Und Gause bürgert sich immer mehr ein für Tütchen. Die Leute haben das schon verstanden. Der Google-Mitarbeiter, der hat schon so ein kleines Buch nebendran, wo er unsere Sachen ja, wo er sagt, Moment mal, das sind doch Synonyme wieder. Gausen, Milch, berauschen. Und dann wurde mir geschrieben, ja, die hatte letztens irgendwie... Live im Fernsehen hatte die arme Frau irgendwas. Ich sage, ja, aber wir reden ja nicht von der Frau, was die Leute immer interpretieren, ne? So. Ja. Betty Gausen? Das ist eine Gausen ist so eine Einheit, weißt du? Eine Maßeinheit. Ja, 5 Gausen groß. Guck mal, die ertrinken jetzt da. Alter, die saufen ja wirklich. Ja. Das ist nett. Ist voll dumm, wenn du in so einer Höhle groß wirst, aber da nicht schwimmen kannst. Ja. Aber ich habe gehört, irgendwie, dass demnächst der Seesternchen, der Seepferdchenkurs. Seepferdchenkurs? Der soll irgendwie kommen am Moschelstrand. Oh, ich bin tot! Da habe ich keine Rüstung mehr. Der hat einen richtig wilden Gausen, der Typ. Du musst ihn ins Wasser drängen. Aua! Der tut mir immer weh. Ins Wasser! Na, ja, macht auf jeden Fall Seepferdchen-Ausbildung. Bei Schweden, Mike. Falls du noch ein Seepferdchen in der Tasche hast, könntest du mir das reichen. Hier hast du mein Hosenseepferdchen. Oh, ich muss mal eben Wasser trinken hier aus dem. Ich trink mal. Alter, boah, der ist richtig explodiert. Richtig, der Gausensaft ist aus dem rausgekommen. Ich will seinen Gausenlappen noch mit schänden. Gausenlappen? Ich hatte letztens eine Zerrung im Gausenlappen. Am 6. Ventricula. Im Lateralgausen. Ja, im 6. Lateralgang, direkt neben dem Ventricula. Ey, ja, die Leute lachen ernst jetzt. Spielen? Hä? Ich esse mal hier so ein Mehl, ne? Ein kleines Gausenmehl. Ein kleines Gausenmehl. Mit leckerem Dings. Weißt du was? Jetzt hau ich mir noch einen Energy-Drink rein, weil ich müde bin und weil ich gerade einen gefunden habe hier am Pissbecken da hinten. Na, ich hau mir auch so ein Mehl rein. Aber noch alte Gausenbeeren hier. Igelkraftwurz. Was passiert, wenn man den isst? Ach, das darf man ab jetzt übrigens nicht mehr Einmannration nennen, ne? Es wird umgemacht wegen Diskriminierung und so. Weil es für zwei Mann ist, oder? Das ist jetzt verboten. Einmannration, der Begriff ist out of date. Alter! Wie, ist dir was abgefallen? Nee, ich hab hier eine Energiemischung. Alter! Wie eine Energiemischung? Kann man da irgendwas draus basteln? Nee, aus den Snackbars? Nee, aus den Pflanzen unten. Ich hab Igelkraftwurz genommen und Schafgarbe und Chicorée. Wenn ich das jetzt esse. So ein... Boah! Alter, das geht richtig. Die Kraft aus der Natur, Junge. Guck mal, ich habe einen Giftpilz und Schneebeere kombiniert und mir ist jetzt schlecht. Ja, es klingt auch irgendwie merkwürdig. Kraft der Natur. Guck mal, da hinten ist Zivilisation. Oh mein Gott. Oh hier mein Gott, die Höhle schlitzt ein. Oh Gott, Igelbabys. Ja, du hast die Kraft der Natur. Überlasse ich mal dir. Soll ich eine Granate auf den werfen? Achtung, Granate!
Also wenn die nicht gesessen hat, aber der hat's einfach nur abgenickt. Ich habe auf einmal Musik hier. Final Destination, also ich bin tot. Die 80er kommen zurück. Ah, ich habe irgendwie reingegaust. Schnell reingausen. Ich hole mir auch noch ein bisschen was vom Gausenlappen. Vom Gausenschmausen. Warte, jetzt aber erstmal noch mal pillen. Ey, da ist so ein Baby auf dem Stalagmiten oben drauf. Hier, da ist die Powerschaufel. Oh, die Powerkraftschaufel. Der Kraftspaten. Und dann kommen da noch Fledraxemäuse raus. So, da war nichts, ne? Da, oder? Da kann man nicht runter hin. Das ist, also man kann da hin, glaube ich. Nur nicht von hier aus. Boah, ich habe hier 6 Gausenlappen oder so. Die lege ich auf jeden Fall nochmal an. Ja, klar. Wickel dir ein bisschen Gausen um den Arm. Eine Gausenhaut. Da brennt noch irgendwie so ein Igelbaby. So ein kleines Igelbaby. Macht auch immer den Adlerruf. Einen belgischen Grünkopfadler. Ja, wie geht's jetzt hier aber wieder raus? Einfach den Weg zurück? Ich weiß nicht, Richtung belgischen Kanal müssen wir, glaube ich. Ich bin jetzt wieder im Kanal. Ich bin hier schön am Kanal tauchen. Ich weiß halt nicht, ob's... Ja, aber meinst du, da gab's einen Ausgang? Nee, ne? Ich wüsste nicht, wo. Guck mal, hier unten ist Kanalgeld. Ja, richtig gut. Er hat einen ins Klo gespült oder so. Ey, weißt du, was wir vergessen haben? Glühdollar. Wir wollten doch noch das Kreuz bauen in der Basis und die Kultisten anlocken. Ja, aber haben wir so viele Glühbirnen? Wir hatten, glaube ich, genug Glühbirnen. Oh, guck mal, der hat hier noch Sachen. Der hat hier Brustbolzen, ja, aber wo ist die Brust? Wo ist die Brust, ne? Nee. Oh, der hat Doppelgranaten. Aber das Ding ist, du kannst ja auch aufgrund dieses Spawn-Systems, was sie haben, ne, wenn du irgendwo in der Nähe von so einem Ding bist, wo halt voll viel Equipment immer spawnt. Nee, das haben die irgendwie verändert. Da kommt nichts mehr dann. Hä, aber wir sammeln doch auch immer doppelt. Ja, aber angeblich hätten die das genervt. Warte mal, hier drüben ist nichts mehr, ne? Nö. Nur ein schwebender Mann im Wasser. Wo sind wir reingekommen? Da hinten? Aber normalerweise gibt es ja eigentlich immer einen Ausweg, oder? Ja, normalerweise müsste es irgendwo einen Ausgang geben. Andererseits war die Höhle auch nicht sonderlich groß. Und hier hängen noch so Sahnefäden und so vom Himmel. Was ist hier? Ja, so ein paar Schmandfäden. Verbrannte Mitarbeiter? Ne. Wow! Boah, Alter, ein Schmandfelsen in der Wand. Was macht er denn da? Ich mal eine Granate in sein Schmandloch. Hast du Granaten? Warte, ich... den an. Guck mal, der hat unten ein Auge und ein Schmelzgesicht. Ich habe hier so ein Zeitzünder-Ding. Achtung, weg da! Alter, voll der Haftigel. Guck mal, hier liegt auch noch C4 überall rum. Hast du es mitgenommen? Echt? Ich hab die Taschen voll jetzt mit C4, ja. No, bin auch voll. Alter, ich schlepp die Brücke noch mit mir. Ja, ich komm hier nicht durch dieses Mettgelage. Achtung, da hinten kannst du auch eine Granate eigentlich reinwerfen. Hab ich denn noch welche? Oh, nee, warte. Richtige Zornbabys. Baby Gauss, Alter. Ich sehe da hinten halt auch nichts, ne? Aber eine Granate für Babys? Oder laufen da große rum? Weiß ich nicht. Nein! Na, guck mal, wieso? Diese Knallfrösche fliegen die hier so... Die mögen Feuer gar nicht. Alter, Dropkick Baby. Aber die machen gut Damage, die Dinger, ne? Die Babys, wenn sie mal treffen. Na klar, die kicken mit ihren kleinen, harten Füßchen, ey. Wusstest du, dass es Babys gar nicht gerne haben, wenn man sie anzündet? Das war mir neu. War mir auch neu, hätte ich jetzt nicht gedacht. Früher haben wir das immer gemacht. Die Dinger sind feuerfest. Ja. In den 90ern, als man noch alles durfte, war es kein Problem. Ja, wo man noch ohne Gurt durch die Gegend gefahren ist. Das waren schöne Zeiten, ne? Ja. Da ist man noch richtig gestorben, qualvoll im Auto, dann bei einem Unfall. Aber man durfte McDonald's rauchen. Das hat es dann wieder weggemacht. Ja, eben.
Ja, man wusste, dass man nicht wirklich alt werden will, weil, ne? Ja, weil wie das so ist, ne? Oh, 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 hier geht's runter. Ih, Alter, guck dir mal die Decke an. Boah, zum Glück hat der Stalaktit, ich konnte mit meinem Anus den Sturz abfangen auf dem Stalaktiten-Nieten. Ich musste auf dem sehr spitzen, aber ja, Doktor, ich bin draufgefallen. Ist das der Ausgang, den wir suchen? Puh, es ist ein Ausgang. Na, jetzt haben wir hier die Koordinaten für Bunker. Alter, es ist dunkel. Alter. Jo, 35. Wer läuft da noch rum? Da läuft noch... Ist das Calvin? Irgendwas kommt uns... Was mit einem GPS-Sender kommt uns nah. Siehst du das auf der Map? Ja, aber was ist das da oben, was jetzt blinkt? Ist das der Bunker? Weiß ich nicht. Sind die Bunkers. Zwei Bunkers werden mir jetzt angezeigt. Wir können jetzt offiziell buddeln. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal eine kleine Station, oder? Ist so eine kleine Nachtstation? So eine kleine Nachtstation. Ja, aber wenn hier Weiwei hier rumläuft, ist doch... Du meinst, wir sollen nach Hause gehen? Nach Hause gehen die schon ein Stück. Okay, man aber sieht halt nichts. Ja, aber warum ist Weiwei dann hier? Wahrscheinlich, weil er den ganzen Wald vernichtet hat und nach neuen Aufgaben lechzt. Nachdem Weiwei fertig war, war es nicht mehr The Forest, sondern... The Desert. Nur noch Sons of the... Sons of Desert. Guck mal, da kommt er. Hallo, Jungs. Hallo, Jungs. Und wir laufen wieder weg. Aber. Ach, Weiwei, halt die Schnauze. Aber wo wohnen wir denn? Da unten, oder? An dem kleinen See. Dem kleinen Fitzel Wasser da unten. Oben ist auch noch eine Schneehöhle, ne? Ja, aber da brauchen wir doch warme Klamotten oder nicht? Stimmt. Dazu müssten wir mal Dinger erschießen, hier ein paar Rehe. Hier ist doch der Fluss. Jetzt eigentlich. Ja, wir müssen da lang. Plus aufwärts. Nee. Nee, wir müssen gegenüber wieder hoch. Ich überquere mal hier oben, wo die Dorsche singen. Wo die Dorsche ein liebliches Lied lippern. Mit ihren Fischlippen. Der Dorschchor. Der AZM-Chor der Dorsche. Barsch zum Dorsch. Barsch zum Dorsch. Vereinigung junger Männer, Barsch zum Dorsch. Gestern hat mein Onkel Bad Barsch zu Dorsch mit mir gemacht. Bad Barsch zu Dorsch. Du hast Hunger. Alter, wie ist Weiwei denn hier hingekommen? Keine Ahnung. Irgendwie mit so einem Tracking-Bike oder sowas. Bären bringen irgendwie auch nichts, ne? Selbst in Massen. Gefühlt bringt so eine Bären nothing. Du musst es mixen. Du kannst da voll die Sachen rausmachen. So ein Powertrunk halt, ne? Ja, auch. Amphetamine. Für die Ziegenzucht ist das auch nicht schlecht. Da vorne sind... Weiber und seine Freunde? Nee, Rehe. Hat das geklappt? Ich habe ihm auf jeden Fall einen mitgegeben, aber er überlebt eine Kugel in den Kopf. So ein Stahlreh, so ein deutsches. Das sieht bei Dings nach. Wir können froh sein, dass sie nach 9 Kugeln im Kopf noch lebt. Alter, was halten die aus? Naja, das sind nur 9 Millimeter. Alter, wie es schreit, wie so ein Kind. Es war ein Kind! Es war gar kein Reh.
Hast du wieder ein Kind im Halloween-Kostüm erledigt, ja? Ja, wir begraben es, wir haben damit nichts zu tun. Das hier draußen ist nie passiert. Hast du diesen Doggy-Style-Film gesehen? Nee. Mit den sprechenden Hunden da? Das soll ja einer der schlechtesten Filme des Jahres sein. Echt? Ich fand den ganz lustig. Der ist auf ganz vielen schlechteste Filme des Jahres Listen. Ja, weil dann wieder irgendwer so, Fäkalhumor ist überhaupt nicht lustig. Da rennt wieder so ein Reh rum. Adam Sandler kriegt auch nur schlechte Kritiken für seine Comedy, aber trotzdem schaue ich die Filme gern. Adam Sandler. Ah, es ist weg. Im Dickicht verliert man die halt. Warte mal, hier wohnen wir gar nicht. Wo wohnen wir? Wir wohnen da oben. Warte mal, hier wohnen wir gar nicht. Hier wohnen wir gar nicht. Aber guck mal, da kommen wir auch relativ easy dann zum Bunker hin. Alter, was ist das denn hier? Bist du noch bei mir? Ja. Guck mal hier. Hier kann man buddeln. Wo ist denn die Schaufel? Hier. Hier kannst du mehrere Sachen ausbuddeln. Ah, ist eine Holzkiste bei mir. Ja, das nennt sich Sarg. Kriegst du was raus aus dem Sarg? Ja. Kleingeld. Wieso begraben die denn mit Kleingeld? Naja, Mitgaben halt so für einen Fährmann. Guck mal. Der Papa, der buddelt hier alles frei. Und was gibt's bei dir? Naja, so Draht und so Zeug. Aber Kleingeld ist super wichtig, um Bomben zu bauen. Ja, aber da brauchen wir mehr Dings, ey. Wir brauchen endlich mal einen Dosenöffner, du. Ja, aber wo es den gibt, weiß ich auch nicht. Irgendwo im Weiweiland. Guck mal, hier kannst du auch zerlegen. Aber hier, Captain Kohlekopf da hinten, findet das nicht lustig. Naja, klar. Familientotem. Kann man eigentlich schon irgendwie aus Leichenteilen Totems bauen? Nee, ne? Ich weiß nicht, nee, ich glaube nicht. Das war eigentlich sehr wichtig. Damals in The Forest. Das war schon essentiell. Aber die reiben sich ja auch nur mit Dreck und Kohle ein, ne? So irgendwie die. Ja, klar, ja. Aber warum? Na, Schmandfuß. Wofür reiben sie sich mit Kohle ein, ist die Frage. Um Dominanz zu zeigen. Kohledominanz? Ja, klar. Das ist ein wertvoller Rohstoff. Die zeigen, was sie haben in der Gegend. Und die filtern damit ihre Milch. Die filtern da ihre Milch, deswegen ist sie auch immer so schwarz. Leckere, köstliche Schwarzmilch. Alter, hier ist traurige Musik. Hier ist wieder Copyright-Musik und so. Oh, ich hab's erstmal kaputt gekloppt. Das sag ich doch, guck mal, hier findest du alles doppelt und dreifach. Ich find schon wieder hier so einen Zettel und... Ja, jetzt willst du halt das Superkreuz noch bauen, ne? Weißt du, was mir fehlen hier so? Elektrische Teile für die Haftbomben. Das da. Ja, da musst du die Laptops kaputt hauen. Naja. Aber das vergisst man immer so schnell, wenn man mal hier so reinrauscht, ne? Das Geile ist, hier sind auch immer Granaten. Und, MAI und, alles. Da vergiss nicht. Hier kannst du auch Solar und so holen. Du bist schon verwöhnt. Ja. Schafgabe und hier das hier. Atzenkraut. Atzenkraut. Gutes Berliner Atzenkraut. Schöne Berliner Atzenwolle. Ja, doch wieder diese Veranstaltung hier, die Bernianale, oder wie? Die Bernianale. Die wird immer auf dem Bahnhof Berlin. Bernianale. Schöne Bernianale. Kommt über die Promis hin. Promi-Bumsen. Promi-Bumsen auf der Bernianale. Guck mal.
Und das guck kannst mal, du nicht, ne? Voll Berlin-mäßig. Klar kann ich das, aber ich will es nicht machen. Voll Berlin. Na, ah, unsere Bude. So, was haben wir denn jetzt alles mitgenommen? Was war denn jetzt die große Beute? Wir haben die Schaufel, damit kommen wir weiter. Na, ansonsten eigentlich nicht viel. Ich mache jetzt erstmal eine Taschenlampe noch an meine Knarre. Ja, aber wo machen wir halt das große Kreuz hin, ne? Das muss ja eigentlich dann auf die nächste Etage. Da müsste hier eine Treppe hin. Mal bauen wir nochmal B. Wo war denn das? Was ist eigentlich mit dieser Modus Tier- wechseln? Diese Tierfalle ist irgendwie scheiße, ne? Da ist nie was drin. Hier, eine Treppe geht so. Ich würde echt gerne ein Eichhörnchen mit einem Speer erlegen. Warum haben wir noch Holz? Das Bauholz, ja, ein ganz Kanister voll da, oder nicht? Weihwei muss man wieder schaffe gehen. Schickst du mal der Weihwei schaffe? Jo, der Weihwei, der muss schaffe gehen. Der ist irgendwo spazieren. So, warte, wie geht das jetzt? So. Das ist dann eine Rampe. Dann geht's hier nach oben. Und dann machen wir oben eine neue Etage. Und machen oben das Kreuz hin. Damit die direkt sehen, oh Kacke. Oh Kacke, also. Ich mein's ernst. Na, guck, hier kommst du dann nach oben. Dann müssen wir erstmal das ganze Dach fertig bauen, ne? Ja. Das wäre halt unser Dach hier. Da müssen wir auch Innenbeleuchtung und sowas machen. Weil sonst siehst du ja nichts, wenn du da drin bist. Ja, wir brauchen hier so Schädellampen. Schädellampen. Oder halt wirklich Licht. Wir haben ja Solar. Stimmt, wir haben ja Solarenergie. Aber haben wir auch so Batterien oder so, die man... Und du meinst damit, wenn es dunkel ist, dass trotzdem was da ist? Ich weiß nicht, vielleicht speichern die auch. Muss man einfach ein bisschen Sonnenlicht speichern. Nee, aber... Ich glaube, mit der Autobatterie kann man, glaube ich, speichern. Also Strom speichern. Es gibt noch diese Autobatterie, stimmt. Die gab's von ja auch dem, von dem Golfkart. Ich wollte eigentlich hier eine Tür in die Wand bauen, aber anscheinend ist das nicht possible. Müssen wir hier eine Tür hinmachen. Ja, Türen sind ja auch eine Erfindung der Regierung, um Löcher in der Wand zu schaffen, in denen sie, damit sie uns nachts ausrauben können. Aber das wird halt unsere Bude, ne? Ja. Das wird eine Menge Arbeit, mein Freund. Dann machen wir das beim nächsten Mal. Bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und...